ein Mitbestimmungsinstrument für die Südtirolerinnen und Südtiroler abzuschaffen, bevor es überhaupt zur Anwendung gekommen ist. Also quasi eine präventive Beschneidung der Mitbestimmung und der politischen Teilhabe der Menschen ist sicherlich keine Sternstunde der Südtiroler Demokratie. Das bestätigende Referendum ist das Herzstück eines Gesetzes, das in einer ganz besonderen Weise entstanden ist, nämlich zwischen Mehrheit und Minderheit gemeinsam und in einem mehrjährigen partizipativen Prozess mit sehr vielen Beteiligten. Es jetzt zu streichen, das heißt, diesen Prozess irgendwie zu leugnen und auch all jene Lügen zu strafen, die sich für dieses Thema so eingesetzt haben. Con questa iniziativa di aver affossato parte del referendum confermativo, stiamo tornando a passi completamente indietro rispetto ad un valore che è quello della partecipazione dei cittadini alle decisioni fondamentali per questa terra. Ich finde es demokratiepolitisch bedenklich, dass die Mehrheit im Landtag das bestätigende Referendum abgeschafft hat. Das ist kein gutes Zeichen und zeigt, dass man den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes im Endeffekt nicht vertraut, da das Argument war, es könnte missbräuchlich verwendet werden. Und das, bevor es überhaupt jemals verwendet werden konnte. La cancellazione di questa misura è stato un pretesto per togliere uno strumento di democrazia che i cittadini avrebbero potuto utilizzare in casi estremi, ma non si vuole che nemmeno in casi estremi i cittadini possano esprimersi. Evidentemente la classe politica si chiude nel suo palazzo e preferisce evitare la resa dei conti con coloro che ritengono su alcune questioni imprescindibili che ci debba essere un giudizio popolare chiaro e netto, e solo un referendum può esserlo. La richiesta di abolizione del referendum confermativo non è un buon segnale, perché non bisogna avere paura di questi strumenti della democrazia diretta, e quindi la Giunta ha dato un cattivo segnale che c'è uno scollamento tra quello che vorrebbe fare e quello che vorrebbe la maggior parte della popolazione. Dass das bestätigende Referendum aus dem Landesgesetz gestrichen wurde, ist ein massiver Eingriff in die wirklich gelebte direkte Demokratie. Dieses wichtige Instrument ist für die Bürger damit eben abgeschafft worden. Und das kann man so absolut nicht akzeptieren und nicht gelten lassen. Das ist ein massiver Eingriff in die Demokratie. So wie die Südtiroler Bevölkerung in der Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes mit eingebunden war und das Wort erhalten hat, so soll es nun wieder das Wort erhalten durch die Initiative von uns Abgeordneten. Das ist gelebte Demokratie. Es kann nicht sein, dass Politiker, wenn es um sie selbst geht, alle 5 Jahre die Menschen zu den Urnen bitten. Aber wenn es um die direkte Demokratie geht, dann wird Misstrauen den Menschen entgegengebracht und alles in die Wege geleitet, damit dieser nicht stattfinden kann. Jetzt wird das Wort den Südtirolerinnen und Südtirolern zurückgegeben und sie sollen entscheiden, ob sie mit diesem Gesetz einverstanden sind oder nicht. Credo che uno strumento come il referendum confermativo aiuti soprattutto la maggioranza a produrre delle buone leggi, perché deve coinvolgere in qualche modo anche la minoranza, magari discutendo degli emendamenti o accettando le proposte. Non lo capiamo, non lo comprendiamo, noi siamo per sostenere un referendum adesso, affinché il referendum confermativo e tutti i sistemi referendari possano essere attuati in questa provincia. Wir unterstützen jetzt dieses Referendum, das über dieses Gesetz, das im Landtag abgestimmt wurde, ein Referendum starten soll, weil wir finden, dass genau das die Bestätigung ist für das bestätigende Referendum. Denn hier kann wirklich jeder einzelne Bürger von Südtirol selbst sagen, ob er mehr Mitbestimmung und Mitentscheidung möchte oder nicht. Non si può accendere conflitti attraverso momenti di voto su questioni che devono invece essere risolte dalla politica. Ecco, un accenno su un aspetto della legge particolare che abbiamo contestato in particolare noi. Poi c'è il grande tema, evidentemente, dei referendum confermativi che invece non saranno più praticabili. Questo proprio non va bene. Io mi impegno per sostenere qualsiasi processo che reintroduca il referendum confermativo, perché penso che costringa il Consiglio Provinciale a scrivere delle leggi migliori.
Poter intervenire con un referendum prima che le leggi provinciali entrino in vigore vuol dire doversi impegnare per scrivere delle leggi migliori e più condivise, e questo può far bene solo alla nostra democrazia e al Consiglio stesso.